verstehe ich ja gleich gar nicht, dass das so extrem ruckelt hier. Ich habe keine Ahnung. So schlecht ist der PC nicht. Scheint der letzte Überlebende zu sein. Außer unser Sohn. Das Licht leuchtet schon. Kann ich das hören? Ja. Weil ich will ja ganz gerne. Hier kommt unser Fahrstuhl. Und jetzt scheint unsere Reise anzufangen. Name, Attribut, Aussehen verändern, fertig. Und den Mond verlassen. Das Einzige, weil ich mich frage, wie wir dann wieder runterkommen, um das Ding dort unten abzuholen. Kommen wir überhaupt nochmal runter? Können wir das? Ah, Licht. Echtes Licht. Ah. Geschafft. Oh nein. Right away. Welcher Dreieck? Stimpacks. Ich weiß gar nicht, wo sind wir? Ah, hier sind wir damals lang gekommen. Ruckel, ruckel, ruckel. Oh, verdammt. Ja, sprinten. Ruckel, ruckel, ruckel. Hui, hui. Stadt, wo wir mal gelebt haben. Wow. Oh. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Komm, Swaff. Du bist es wirklich. Was ist passiert? Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hill sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht. Da
Scharaden, schon gibt das. Ist der Junge bei Ihnen? Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Mir geht's egal, wie lange es her ist. Ich fühle mich gut. Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer anrechnet. Das heißt, Sie kommen 200 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgeruht. Ach, manchmal halten wir. Na gut. Cosgrove, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Oh, Sir, das war schrecklich. 200 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man denkt. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gewohnt. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Ach komm, Sir. Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben und das Auto, wie soll man Rost polieren? Oh Gott. Warte. Konzentration, Cotsworth. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären... Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schicken. Als Überraschung. Aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Sir. Vorsichtshalber. Ruckel. Orte feindliche entdeckt. Ich höre doch solche. Haha. Kommst du auf? Was tust du? Du stehst im Weg. Das war auf jeden Fall mein Kinderzimmer. Oh, Scheiße. Hey, Cotsworth. Sir. Meine Suchprotokolle sind in voller Bereitschaft. Komm, Cotsworth. So. Ist nichts, ne? Dann gehen wir uns nächstes Haus abgucken. Kommst du auf? Kommst du? Ja, im Prinzip looten kann ich dann später auch noch. Klebebandschere. Looten kann ich dann später auch noch. Das ist eigentlich absolut egal.
entschuldigt, ich bin etwas erkältet. Und ja, da macht die Stimme nicht ganz so mit, wie sie eigentlich sollte. Hast du hier was gefunden, Kaufsdorf? Ach, Kamsdorf. Sean ist da draußen. Schon okay. Danke für den Versuch, Cotsworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Sir. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe. Und ja, die Leute haben dort erst ein paar Mal auf mich geschossen. Dort leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungewohnt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Okay. Aber erstmal will ich gerne zu uns. Zu uns nach Hause. Halloween, Halloween, Halloween. Habe ich das vor uns gar nicht mitgenommen? Schäm mich, ich muss mich schämen. Dass ich die Blähfliege nicht mitgenommen habe. Bläh. So. Das war unser Haus. Aber das Comic liegt immer noch. Also. Kritische Trefferrate. Entschuldigt, dass ich mich so räuspern muss, aber es geht nicht anders. Ich habe, ich will ja ganz gerne aufnehmen und ihr wollt das ja sicherlich auch. Und ja, jawohl. Ruckel, ruckel. Also gegen das Ruckeln muss ich wirklich irgendwas machen. Das geht so gar nicht. Okay, lassen wir die Siedlung mal Siedlung hier sein. Im Prinzip wollte ich ja mal individuelle Daten. Abgabewerkstatt, Inventor, Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, Diverses, Krocknack der Papa, hey Schatz. Ich glaube schon, und ich würde dir sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen.
Anfertigen. Da haben wir immerhin etwas zu essen. Ja, will ich. Alle Modifikationen und Herstellungen an deiner Besatzung haben automatisch Zugriff auf eingeladene Gegenstände. Ja. Also gehen wir jetzt als allererstes mal über die Brücke hier. Ruckel. Schrottpatrone. Stimpack. Kurze doppelläufige Schrottfinette. Gammler-Outfit. Ne, das wollen wir nicht. Fleisch. Das kann man mitnehmen. Aber. Hahaha. Daten. Questen. Während gerade einer Modus. Bla bla bla. Okay. Klassikradio will ich jetzt nicht. Daten. Karte Herstellung. Inventor. Diverses. Schrott. Mods. Munition. Kleidung. Mein Ehering. So, Kreuzschlüssel. Na dann. Ich hab's komplett vergessen. Kann ich bloß irgendwas ausrüsten oder kann ich? Ja, nehmen wir halt die Pistole. Aber die Schrotflinte haben wir auf jeden Fall auch. Wenn Fall jetzt mal irgendwas sein sollte. Ruckel. Haben wir immerhin die Schrotflinte. Hey. Was bist du denn? Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Oh. Okay, lass uns zusammenbleiben. Und wo ist jetzt Kornswurf? Schaut ihn an und drücke. Wo ist er denn? Hundi? Ah, hier. Befehl, handeln, abbrechen, bleiben. Okay. Wo ist Kornswurf? Ruckel. Was ruckelt denn hier so? Das ist doch nie wahr. Durchsuchen. Ah, mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude. Ne, das wollen wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt überhaupt noch nie relevant. Ach, das hätte ich bestimmt auch. Dammit. Aber, warte. Hier ist Waffenmodifikation. Doppelläufige. Hier. Kann man hier irgendwas? Standardverschluss. Standard. Was? Ich werde angegriffen. Hilfe. Hundi. Hast du ganz toll gemacht, Toni. Ich nenne dich Lassie. Bist du eigentlich Mädchen? Scheißegal, was du bist.